Gut, das Thema mit Podcasting stinkreich werden, erstmal möchte ich ganz kurz mich vorstellen. Ich bin der Chris Marquardt, ich podcaste seit 11 Jahren. Ich war anfangs eher so im amerikanischen Bereich unterwegs, also als das Podcasten so 2005 anfing, so einigermaßen losging, gab es hier in Deutschland noch nicht wirklich, da gab es noch keine Community um dieses Thema. Und deshalb habe ich das damals in die USA erstmal verlegt und habe erst ein Jahr später in Deutschland angefangen. Ich produziere Tips from the Top Floor, ich produziere Happy Shooting hier in Deutschland, Abzug FM mit meiner besseren Hälfte Moni, ein Podcast zum Thema Zöliakie und glutenfreie Ernährung mit meiner Mutter zusammen. Und war da noch was? Also irgendwie, es werden halt immer mehr und was befähigt mich überhaupt hier vor euch hinzustehen und über das Thema Podcast und Geld zu reden, weil ich betreibe weder ein Podcast-Netzwerk, auch wenn ich mehrere mache, noch sonst irgendwas in diese Richtung. Aber ich habe die Entwicklung in den USA mitbekommen. Ich habe auf zwei meiner Sendungen tatsächlich auch Sponsoren und ich sehe so eine recht parallele Entwicklung zwischen dem, was in den USA so 2006 bis 2008 ungefähr passiert ist. Bin damals auch auf diversen Podcast-Konferenzen drüben gewesen. Und das war auch so 2005, die erste Podcast-Expo. Das war mehr so Woodstock, alle haben sich lieb. Und dann ging es so die Jahre drauf immer so ein Stück mehr in Richtung Kommerz. Und die Amis sind da ja richtig gut. Die legen dann sofort los und sagen, wir müssen hier jetzt Kohle machen. Frage kurz, weil ich will jetzt gleich mal so ein bisschen dieses magische, mysteriöse TKP mal kurz aufdröseln. Wer ist denn so aus dem Radiobereich hier? Einmal, zweimal, trauen sich nicht. Ne? Also das war jetzt heute früh so ein paar Mal dieses Thema TKP und wie viel nehmt ihr denn und ihr Netzwerke? Und keiner hat sich getraut, irgendwie was zu sagen. Nee, das wissen wir noch nicht, das dauert noch, das muss ich noch einrütteln. Ich möchte hier mal eine kleine Herleitung machen. Also der TKP, der Tausender Kontaktpreis, das ist so eine Größe, die Podcaster oder die Podcast-Produzenten oder auch die Netzwerke mit den Werbenden, also mit denen, die da sponsoren wollen, aushandeln. Und das ist eben der Preis für 1.000 Kontakte. Also wenn ich einen Podcast habe, der 10.000 Hörer hat, dann wird eben mein TKP mal 10 genommen und das wäre dann das, was ich pro Episode mit diesem Podcast verdienen könnte, wenn ich es denn wollte. Ich bin dann auch immer wieder über das Wort Reichweite gestolpert, also wen erreicht man? Und möchte es einfach mal so ein bisschen Parallele ziehen, vergleichen Radio, Podcast, weil das ist nun mal am ähnlichsten, wir haben ein Audiomedium und wie das so hergeleitet wird, wie der TKP hergeleitet wird, ich bin da jetzt auch gar nicht 100% sicher, ob das alles jetzt genauso stimmt, also sollte jemand bessere Informationen haben, dann haut mir dazwischen, aber ich habe es mir jetzt mal hergeleitet. Also wir haben das Radio, wir haben den Podcast und die beiden geben irgendwo eine Reichweite an. Das Radio, das ist jetzt hier, das sind Zahlen vom Radio Fritz. Die sagen, wir haben eine Durchschnittsreichweite von 76.000 Hörern über den Tag verteilt, also immer pro Stunde gerechnet. Und unsere Werbung kostet pro Sekunde 10 Euro. Das muss man also investieren, wenn man bei denen werben möchte. Der übliche Radiospot liegt so irgendwo im Bereich von 20 bis 30 Sekunden. Das heißt, wir reden so von ungefähr 300 Euro, wenn ich meine Werbung auf Radio Fritz platzieren möchte. Das fluktuiert über den Tag noch ein bisschen, je nachdem, weil die Reichweite fluktuiert. Kommen wir gleich noch dazu. Die Ermittlungen dieser Reichweite, die sind beim Radio spannend, weil die werden zweimal im Jahr erfragt per Telefon in einer Umfrage. Da gibt es also keine Messgeräte oder Downloadzahlen, sondern da ruft die MA Radio, diese Arbeitsgemeinschaft, ruft ein ausgewähltes Set von Leuten an und befragt die.
Das sind die, bei denen ich immer sage, kein Interesse, und dann gehen die weg. Das ist auch nicht sehr zuverlässig, weil man schätzt, dass über 40% der Festnetzanschlüsse nicht eingetragen sind. Also man kann da, ne, das ist eine spannende Sache. Als Podcaster haben wir natürlich auch noch ein paar Dinge, die das Radio nicht hat. Das Radio hat eine große Reichweite, aber das Radio hat auch Sendegebiete. Die fallen natürlich bei uns Podcastern weg. Und auch so Geschichten wie Uhrzeiten fallen auch weg. Das sind jetzt wieder Radio Fritz-Zahlen. Also morgens zwischen 6 und 8 wird am meisten Radio gehört. Und dann fluktuiert das so über den Tag, und abends ab 10 ist eigentlich auch nicht mehr viel los. Entsprechend sind diese Kosten dann auch ein bisschen verteilt über den Tag. Also es ist teurer, morgens was zu spielen, als zum Beispiel am späten Abend da irgendeine Werbung zu platzieren. So, jetzt habe ich einfach mal das Ganze genommen und habe das mal hochgerechnet. Ich gehe jetzt mal von einem Podcast aus mit 10.000 Hörern. Also Hörer, Downloads, Unique Downloads. Ob die dann auch alle hören, ist natürlich die Frage, aber das mit der Reichweite beim Radio ist ja auch die Frage, wie viel da tatsächlich zuhören. Da wird ein Kontakt, wird auch tatsächlich definiert. Da muss, glaube ich, mindestens eine Minute lang zugehört haben. Aber ob das jetzt der Kollege ist, der im Büro mithört oder nicht, das, ich weiß nicht, wie stark da tatsächlich unterschieden wird. Es gibt noch so eine Netto-Brutto-Reichweite. Ich glaube, wir Podcasts haben es ein bisschen einfacher, diese Zahlen auch tatsächlich festzustellen. Der 30-Sekunden-Spot, den gibt es im Podcast eigentlich ganz wenig. Wenn überhaupt nur, also Spots gibt es eh fast ganz wenige, also vorproduzierte, sondern das sind fast immer durch den Host gelesene Geschichten oder vorgetragene Geschichten. Im Podcast ist eher so, da wo Sponsorship passiert, ist eher so in der Mitte vom Podcast irgendwo so diese 2-Minuten-Marke. Also da reden wir von 120 Sekunden. Und wenn wir das jetzt einfach mal runterrechnen von den 76.000 auf die 10.000, dann kämen wir dabei bei diesen 120 Sekunden auf irgendwo 156 Euro. De facto ist es aber meistens mehr. Und ich denke, wir haben so ein paar Faktoren, die uns Podcastern hier zugutekommen. Das ist dieser Überall-Faktor. Also wir haben kein Sendegebiet. Wir sind deshalb wahrscheinlich auch nicht so gut mit lokalen Sachen. Aber dafür erreichen wir halt Leute auch in Neuseeland oder sonst wo. Wir haben diesen Dauerkontaktfaktor. Wer einen Podcast hört, hört ihn fast immer auch durch. Das heißt, das ist nicht so nebenher konsumieren, sondern das ist viel öfter dieses, ich hab's auf dem Ohr und ich höre die Folge auch bis zum Ende durch. Es ist so ein Einzelhörerfaktor. Radio wird ganz oft in der Gruppe gehört. Das läuft halt irgendwo mit. Podcasts werden selten in der Gruppe gehört. Die werden fast immer irgendwo so ganz individuell gehört. Ja, und den Volltrefferfaktor, die Streuverluste, die sind natürlich im Podcast nicht existent. Die Zielgruppe, die ich anspreche, die treffe ich auch sehr zuverlässig. Also wer bei mir zuhört, interessiert sich sehr, sehr wahrscheinlich für Fotografie. Und wenn ich dem was von Fotografie erzähle, dann trifft die Werbung. Und wenn ich das jetzt irgendwo vormittags zwischen 10 und 11 im Radio habe, dann ist die Frage, ob da so viele zuhören, die es interessieren würde. Also Streuverluste sind enorm im Radio, die sind im Podcast quasi nicht existent. Und für den, der werben möchte, für den Sponsor, haben wir natürlich den Bequemfaktor. Ne? Der Preis ist halt der gleiche. Ich muss nicht morgens von 7 bis 8 eine andere Summe aufrufen als von abends von 10 bis 11, sondern das ist so, ja, ein Preis für alle. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich nehme jetzt mal diese Zahl, die ich vorhin ausgerechnet habe, auf der rechten Seite und nehme da einfach mal so, ja, Bauchgefühl Faktor 2, muss das schon wert sein. Also der Podcast hat da ein bisschen mehr und ich komme so ungefähr auf diese 312 Euro als Möglichkeit, mit einem Spot oder mit einer Werbung im Podcast so viel zu verdienen. Wenn man das runterrechnet, also 10.000 Hörer, 312, das wäre ungefähr so ein TKP von 30 Euro. Ich habe dann mal die Worte TKP und Podcast in Google eingegeben. Da findet man dann das, was der Herr Wunschel mal 2009 gesagt hat, dass da irgendwo der TKP bei 150 bis 300 Euro läge. Ich glaube, das ist utopisch nach allem, was ich mitbekommen habe.
Horizont sagt, der durchschnittliche TKP liegt bei Podcasts zwischen 20 und 45 US-Dollar. Und die Zahlen lassen sie auch noch raus. Also der Podcast kann mehr aufrufen im TKP als andere Medien. Hat natürlich auch eine kleinere Reichweite in der Regel. Wenn man das jetzt mal, ich treibe das jetzt einfach mal, ich spitze das mal zu. Wir erhöhen das jetzt mal auf eine Podcast-Episode mit einer Stunde und da haben wir zweimal Pre-Roll. Diese Folge wird euch präsentiert von Sponsorname, Insert Sponsor Name hier. Und zweimal in dieser Stunde verteilt eine Mid-Roll von je 2 Minuten, wo dann irgendwie die Message nochmal vertieft wird. Auch wieder basierend auf diesen Zahlen. Das können schon richtige Beträge werden für eine Episode. Das sind theoretische Werte, ne? Kommen wir gleich dazu. Oder bei 4 Episoden im Monat wird da schon ein Einkommen draus, wenn man das richtig betreibt. Wenn ich ein kleines Netzwerk habe, sagen wir mal 5 Podcasts, dann kann ich da schon Umsätze machen, die deutlich mehr aussehen. Gucke ich mir mal so die Netzwerke an, die jetzt speziell in den USA unterwegs sind, also 5x5, würde dann ungefähr 100.000 Euro im Monat oder circa Umsatz machen. Twit TV, die haben ungefähr 22 Sendungen aktuell, hätten 61.000 Dollar oder Euro im Monat, beziehungsweise 732.000 pro Jahr. Und dann hat man schon plötzlich ganz enorme Summen beieinander. Und dann habe ich versucht zu verifizieren, ob das tatsächlich stimmt. Und habe auch ein paar Quellen gefunden, unter anderem den Herrn Mark Million, der gesagt hat, dass das Twit-Netzwerk im Jahre 2009 2¼ Millionen Dollar Revenue, das ist Gewinn. Revenue ist Gewinn. Ist Umsatz. Gut. Lass es weniger sein. Es gibt eine Aussage auf der NAB, die Broadcaster-Konferenz in den USA, wo der Herr Leo Laporte, ich glaube 2011 oder 12, die Keynote gehalten hat. Und da hat er von einem Reingewinn von 1,5 Millionen Dollar geredet, die der da macht. Es geht also was, wenn man das entsprechend aufzieht, to the moon oder vielleicht auch zurück nach Hause. Wie sieht's denn bei uns aus? An dieser Stelle bricht diese Präsentation unvermittelt ab. Ich ziehe mich jetzt um und setze mir mein Moderatorenhütchen auf. Ich würde das nämlich jetzt gerne mal so ein bisschen hier aufmachen zur Diskussion. Einfach mal dieses Thema Geld verdienen, allgemein mit dem Podcast und was so eure Gedanken und eure, ja, auch Gefühle dazu sind. Ich weiß ja, dass es schon durchaus möglicherweise da doch sehr starke Gefühle zu dem Thema gibt. Wer hat eine Eingabe? Und zwar so die Form, wie das der Timo Hetzel mit Bits und so macht. Also ja, sponsert Werbung einbringt und irgendwie sagt irgendwie hier, wenn ihr euch eine Homepage bauen wollt, dann gibt's hier hier ist hier ein Homepage-Baukasten, Squarespace, genau, der recht gut ist. Und das ist so für mich, also es kommt bei mir so an, dass es nicht stört irgendwie. Ja, es ist also nicht wie bei Floss zum Beispiel in einem Tech-Podcast über Matratzen geredet wird. Was, ne? Also eher verstörend wirkte. Und auch so, also die Beiträge sind immer passend und es ist nicht so, man wird nicht irgendwie total rausgeworfen und gegen irgendwie 5 Euro gibt's dann, landet irgendwie die Werbung am Ende und irgendwie noch Pre- und Post-Show und so ein paar Sachen noch dazu. Das finde ich okay, damit kann ich als Hörer und könnte ich auch als Macher mit leben. Also
das ist jetzt eh die Geschichte. Ich meine, hier reden wir jetzt tatsächlich in diesem Zusammenhang erstmal nur von Werbung als Geschäftsmodell. Es gibt noch andere Geschäftsmodelle. Da gibt es eben das, was der Timo Hetzel zum Beispiel macht, mit der verkauft halt noch Zusatzleistungen und die Pre-Show und die Post-Show. Und ich glaube, die Kapitelmarken bekommt man auch noch, wenn man irgendwie zahlt und echter Fan ist. Dann gibt es natürlich die spendenbasierten Modelle, die Flatter-Knöpfe oder Patreon kommt immer mehr, wo ja dann doch so die ein oder anderen ganz ordentlich Umsätze damit generieren mittlerweile. Tja, ist das schlimm? Ist das, ist das schlimm, dass hier eine Kommerzialisierung in irgendeiner Form auch stattfindet? Also ich sehe es, ich sehe tatsächlich eine sehr parallele Entwicklung zu dem, was wir so vor 10 Jahren in den USA ungefähr hatten. Also damals war in Deutschland einfach noch nicht die Masse dahinter, noch nicht die Hörerschaft da, dass man da irgendeiner Form was hätte machen können. Die Amis haben es sehr schnell getan. Und jetzt mit dieser zweiten Welle sehe ich halt auch so eine Entwicklung hier in Deutschland mit den verschiedenen Netzwerken, die sich da gerade etablieren. Und du musst natürlich jetzt sagen, nee, das ist nicht schlimm. Also das wird uns jetzt nicht aufgezeichnet, also wir müssen auch kein Mikro rumreichen. Achso. Ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, vor allem nicht auf. Das Thema Promotion ist irrittierend, oder? Ja, ja. Dieses, ich muss jetzt rausgehen und ich muss jetzt die Trommel schlagen. Ja. Ja, da seid ihr jetzt ja ein bisschen gebranntes Kind. Also ich will nur ganz kurz an der Stelle noch eine eigene Erfahrung mit reinbringen. Und zwar haben wir relativ früh bei Happy Shooting schon einen Sponsor in der Sendung gehabt und der ist auch dauerhaft bei uns geblieben. Und ich sehe oft bei Podcasts, die diese Veränderung machen und sagen, oh, wir nehmen jetzt Sponsoren an Bord, dass da relativ viel Reibungswärme entsteht. Bei uns gab es aber nie auch nur ein bisschen Reibungswärme, sondern bei uns war es tatsächlich von Anfang an so, dass wir was genommen haben, was eben nicht Matratze war, sondern was irgendwie zum Thema passt. Und die Hörerschaft ist mitgegangen, und zwar von Anfang an. Also es gab da nie in irgendeiner Form irgendwelche Animositäten oder so. Und ich meine, die Leute sind ja eh schlau und wissen, man kann skippen. Ich glaube, wir nehmen doch das Mikro, dann hört man es besser, ja. War gerade die Frage, ob er es haben wollte. Also wir haben ja, er meldet sich zuerst. Also wir haben jetzt noch eine knappe halbe Stunde. Ist nur ein ganz kurzer Satz. Also ich glaube, dass diese Werbung eigentlich, also ich habe einfach bisher kein Feedback bekommen, was diese Werbung problematisiert, sondern eher diesen Schritt ins kommerzielle, was das mit sich bringt, also diese PR-Geschichte und die Kommunikation, die man führt und wie man das Ganze präsentiert. Ich glaube, das ist eher das Problem als die Werbung an sich, weil bisher gibt es ja keine lustige Küchenwerbung mit nervigen Jingles. Das wird aber irgendwann kommen, glaube ich. Also ich hab die Erfahrung gemacht, dass Firmen, speziell wenn sie das Thema Podcast nicht kennen, auch davon ausgehen, dass sie da werben müssen wie woanders, nämlich im Radio, und dann kommt halt der Seitenbacher-Jingle oder so. Den will ich auch nicht auf dem Podcast haben, ganz klar.
Also es gibt ja relativ wenig Podcasts, die transparent umgehen mit, was sie umsetzen. Das ist ein großes Thema. Es gibt, finde ich, ein Beispiel, die machen das vorbildlich, das ist der Entrepreneurs on Fire Podcast, ich weiß nicht, wer den kennt, John Lee Dumas in den USA. Die veröffentlichen jeden Monat einen Income Report. Also man kann für jeden Monat sehen, wie viel sie eingenommen haben und nicht nur Umsatz, nicht nur Revenue, sondern auch EBIT, also was bleibt vor Steuern und Taxes übrig. Mhm. Na, und da kann man halt schön sehen, die haben im April diesen Jahres jetzt 222.000 US-Dollar gemacht. In einem Monat. In einem Monat, ja. In ganz 2015 4 Millionen. Und da bleiben 2,9 Millionen Gewinn und man kann es im Report sozusagen aufgedröselt sehen, nach welchen Quellen. Das darfst du mir bitte auch mal schicken, diesen Link. Gerne, ja. Ist auch im Internet, also eofire.com. Ich denke, was wir nicht machen dürfen, ist zu sagen, in Amerika und das von der Menge der Einwohner irgendwie zu vergleichen, sondern die Frage, der Punkt ist, auf Englisch und das Thema Entrepreneurs on Fire interviewt in den Podcast-Folgen jeweils Leute, die Startups machen. Das interessiert Leute in Tel Aviv, in Berlin, in Moskau gleichermaßen. Und damit haben die quasi eine globale Reichweite. Und ich denke, wenn ich in einen Podcast monetarisieren will und mir da leicht tun will, dann muss ich den auf Englisch machen. Dann tue ich mir im Deutschen schwer damit. Du hast damit tendenziell eine größere Reichweite. Hat aber natürlich auch noch extrem mit dem Thema zu tun. Ja, also halt in dieses Stinkreich zumindest. Ja. Ich weiß nicht, wie du Stinkreich definierst. Aber nee, also das war ja nur Clickbait, dieser Titel. Dahin, ihr könnt gehen, das war nur Clickbait. Und sie glauben nicht, was danach geschehen ist. Ich wollte noch kurz was zum Besten geben. Also erstens, ich glaube, diese Podcast-Euphorie wird nicht so nach Deutschland kommen, wie sie durch Serial und andere Podcasts in den USA ausgelöst worden ist. Wir haben einfach, du hast es gesagt, das englischsprachige Umfeld. Wir haben in den USA eine große Verknappung an guten Audioinhalten, die frei verfügbar sind. In Deutschland, wir Öffentlich-Rechtlichen, produzieren super, super viele Inhalte, die man frei und kostenlos abrufen kann. In den USA hast du NPR und dann kommt nichts. Dann gibt es ganz viel schlechtes, stupide. Das ist nur der eine Punkt. Ich wollte aber selber schnell erzählen, wie wir das bei uns mit Werbung und Sponsoring gemacht haben. Wenn du bei uns sagst, meinst du? Geekweek. Ich mache einen kleinen Tech-Podcast seit 6 Jahren. Den haben wir jetzt für ein paar Monate auf Eis gelegt, weil wir beruflich einfach vielen anderen Dingen ausgesetzt sind. Und wir haben eigentlich angefangen, um unser Equipment damit auf Vordermann zu bringen. Also wir hatten mal Thomann.de als Sponsor. Wir haben Software geschenkt bekommen von LAVO. Das ist ein großer Studio. Die machen so diese mega super teuren Radio- und Fernseh-Audio-Mischpulte. Die haben uns eine Software geschenkt, die wir einsetzen. Wie gesagt, Thomann. Und dann irgendwann sind wir im letzten Jahr auf die Idee gekommen, wir fragen einfach mal die Leute von Audible in Berlin. Und die haben das noch nie zuvor gemacht, Werbung in Podcasts, und sagten, ach, lasst uns einfach einen Luftballon da. Ihr seid daran schuld, dass jetzt überall in deutschen Podcasts Audible zu hören genau, ist. Und das kam bei unser, wir sind ein Tech-Podcast, der ist super nischig. Die Leute sind extrem verwöhnt und sehr, sehr kritisch. Das kam nicht gut an, weil thematisch, also wir wollten es so machen wie Alex Bloomberg und Gimlet Media Startup, indem wir keine plumpe, und ich glaube, das ist auch die Zukunft von Podcast-Finanzierung, indem du Radio-Werbung imitierst. Alles, was Radio zum Teil imitiert, funktioniert in Podcasts nicht gut. Deswegen würde ich nie auf unserem Podcast so Seitenbacher Werbung oder sowas laufen lassen. Und das wurde nicht gutiert von unseren Hörern. Und dann haben wir aber einen passenden Partner gefunden, Galileo. Kennt jeder Galileo Press? Der Tech-Verlag heißt heute Rheinwerk Verlag. Und da haben wir so einen Modus Vivendi gefunden, in dem wir von denen einzelne neue Bücher oder Software-Trainings, die rauskommen, vorstellen. Wir machen das transparent insofern, als dass wir immer sagen, Achtung, diese Episode ist gesponsert von der Firma und weisen da natürlich darauf hin, um Werbung und Programm inhaltlich klar voneinander zu trennen. Und das läuft so gut, als wir jetzt vor ein paar Wochen den Rheinwerk-Leuten gesagt haben, wir legen den Podcast erstmal auf Eis und wollen eigentlich gar keine Werbung mehr machen, weil es einfach zu aufwendig ist. Dann waren die ganz traurig, haben gesagt, das ist aber schade, weil für uns funktioniert das super gut. Ihr seid für uns ein toller Partner, weil wir eben, du hast es vorher richtig gesagt, nie diese riesen Streuverluste haben, sondern die Geeks und Nerds,
die hören natürlich diesen Podcast. Also das war so bei unserer Erfahrung. Wir haben dort echt auch gut Kohle gemacht. Ich kann, im Gegensatz zu den Genossen vorher, kann ich da auch über Preise reden. Wir haben pro Folge 450 Euro bekommen für so einen Talk mit einem Autor. Und bei Audible war es ähnlich. Da war es, weil wir da noch neu waren und so geguckt haben, hey, wie ist so die Preisevaluation? Und da lagst du auch richtig. Wir haben da 360 Euro von Audible bekommen. Das ist übrigens interessant, wo du sagst, auf keinen Fall dieses Radio imitieren. Wir imitieren das Radio. Was wir heute im Podcast machen, das ist das, was die zumindest im amerikanischen Radio so in den 50ern gemacht haben. Also dieses Host Red, this episode is brought to you by bla bla bla. Natürlich funktioniert das, ja. Klar, und das ist tatsächlich so, also das ist eine alte Radiogeschichte eigentlich, die hier wieder aufgewärmt wird. Ich glaube, ja. Die Moni hat schon länger gewartet. Ach, du stehst da nur, okay. Ja, einmal zu sowohl Leo Laporte als auch Audible, weil die hatten auch bei Security Now eine Audible-Integration drin. Und ich sehe es so ähnlich, also wichtig ist ja, dass Werbung irgendwie transparent ist. Also ich möchte halt erkennen, dass jetzt eine Sache irgendwie transparent ist. Und sie muss halt, andersrum, es ist besser, wenn sie zum Thema / zu den Persönlichkeiten, die da drin sind, auch passen. Was die ganz geschickt gemacht hatten, dass sozusagen, man nimmt einen der Sprecher dort eben auch ab, dass das wirklich so ein Science-Fiction-Nerd ist. Und er hat halt dann immer die Bücher, die sozusagen eher in der Vergangenheit gelesen hat und die jetzt auch auf Audible rauskamen, dann irgendwie so ein bisschen verknüpft. Und ich fand, damit war das dann nochmal so nicht... Das ist die... Ja, hallo? Du kannst mal eins dann haben. Ja, und... dann ist es nicht so ein Fremdkörper. Du hast das ganz gut erfasst. Also dazu auch nochmal eine persönliche Geschichte, die ich, wo ich eben auch immer die Angst hatte ursprünglich, dieses, oh Gott, wollen Sie denn jetzt, also rennen wir jetzt die Leute in Scharen weg, wenn ich da irgendwie über Produkte rede und die natürlich hoffentlich dann auch passen. Und hab dann mal dieses Experiment gestartet und hab meinen Patreon-Unterstützern gesagt, würdet ihr ein bisschen mehr zahlen wollen und bekommt dafür einen komplett werbefreien Stream von mir? Und ich hatte nie so viel Reaktionen auf irgendwelche direkten Fragen an die Leute wie da. Und die haben durch die Bank weg, ich glaube, innerhalb von einem Tag habe ich 20 Antworten bekommen. Und die haben alle ausnahmslos gesagt, nee, um Gottes Willen, lass die Werbung drin. Das ist ja interessant für uns, da lernen wir ja was. Und da ist mir klar geworden, dass die meisten Hörer nicht irgendwie 20, 30, 40, 50 Podcasts hören und da immer wieder die gleichen Firmen hören müssen und schon wieder eine Squarespace-Werbung, sondern dass sie tatsächlich so nur so zwei, drei Sachen hören und dass sich das nicht wiederholt und dass es sie dann auch nicht nervt und dass sie tatsächlich was wollen und das auch haben wollen. Das Feedback hat mich ein bisschen umgehauen. Die Akzeptanz war sehr groß. Ja. Wortmeldung? Also hier, da ihr zwei noch. Sprich laut. Mir ist noch nicht an. Moment, Moment, Moment. Die Technik. Die Technik. Das Mic muss rot leuchten. Und sie muss jetzt noch. Geduld, kleiner Grashüpfer. Vorne leuchtet es rot am Mikro. Da, wo der Daumen ist, leuchtet es rot. Dann. Was ich mega wichtig finde bei dieser Werbungsgeschichte, was du auch gesagt hast, dass deine Hörer oder Zuschauer die Werbung drin behalten wollen. Ich finde es mega nervig, Informationen mehrfach zu bekommen und gerade bei sowas wie Squarespace oder so, du hörst halt jede Woche dann wieder dieselbe Squarespace, dasselbe. Ne, selbst wenn ich nur einen höre, dann höre ich jede Woche bei demselben Podcast dieselbe Squarespace-Moderation oder knapp verschiedene Squarespace-Moderationen. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu den Büchern. Wenn es jedes Mal ein anderes Buch ist, okay, dann ist es interessant. Oder wenn es jedes Mal ein anderes Kameraprodukt ist, ist es auch interessant.
Wenn es aber jede Woche dasselbe ist, dann ist es wieder nervig. Und dann würde ich es persönlich lieber wegkaufen können. Was natürlich aber auch für Werbetreibende super schwierig ist, weil... Ja, also zum Beispiel so ein, bei Bits und so, reden wir ja die ganze Zeit drüber, werfe ich halt das Geld ein für einen Premium-Account. Hör dann zum Teil trotzdem die Werbung, was er ja auch anbietet. Aber es ist natürlich für Werbetreibende super kacke, weil im Prinzip die Leute, die das Geld haben, um dann auch die Produkte zu kaufen, sich die Werbung wegkaufen und damit irgendwie aus der Zielgruppe rausfallen. Deswegen, ich finde das Thema insgesamt interessant, habe dazu jetzt auch keine sinnvolle Antwort, aber ja, das ist so ein bisschen mein Punkt, den ich nochmal machen wollte. Ja, vielleicht einfach mal so meine Lernkurve. Ich war vor der Podcaster-Zeit halt lange von dem Umsatzgedanken getrieben, ziehe los und bringe so viel Geld nach Hause, wie es nur irgendwie geht. Und die Liebe zum Podcast entstand bei mir daraus, dass ich auf einmal sinnvolle Dinge tun kann. Ich habe dann Gesprächspartner gehabt, wo offensichtlich ja auch Nutzen für deren Geschäftstätigkeit dahinter stand. Und ich habe denen einfach gesagt, gebt mir doch so viel, wie ihr glaubt, dass es euch nützt. Und das hat dann zu Einzelspenden bis 700 Euro geführt, ohne dass ich irgendwie den Sinn meiner Arbeit daran verraten musste. Also will nur sagen, wir neigen doch alle dazu, irgendwie extrem sinnvolle Dinge zu tun. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, dass wir uns dafür schämen, dafür Geld zu kriegen. Also erstmal gar nicht. Und insofern, glaube ich, sollten wir uns auch davon, also eigentlich erst gar nicht damit anfangen, versuchen zu denken, wie Werber zu denken, sondern wir sollten lieber der Welt erklären, wie Podcast funktioniert und darüber unser Produkt und unser Angebot definieren. Ja, also konkret, ganz kurz zu dem Thema, es wird immer wieder, wolltest du? Dann mach du mal. Also als eine, die mit ihrem Podcast nie einen Euro verdienen wird, kann ich mal die Hörerin in Perspektive reinwerfen. Ich habe schon ziemlich viele Podcasts, die entweder sehr produktionsintensiv oder sehr rechercheintensiv waren. Das kann ja zeitlich durchaus auf ähnliche Kategorien hinauslaufen, Faden sehen, weil einfach die Anspruchshaltung der Hörer, die war, beliefer mich bitte wöchentlich und mach bitte genau das, was mir gefällt. Und wenn ich ein Thema doof finde, möchte ich das auch noch laut sagen können. Und ich finde, ich habe als Hörerin auch teilweise eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, so eine Werbung zu ertragen, wenn sie 5-mal hintereinander dieselbe ist. Weil mir dadurch gewährleistet ist, dass dieser Podcast vielleicht ein bisschen länger mich mit Themen beliefert, die ich geil finde und von denen ich lernen kann. Und mir ist das ehrlich gesagt lieber, wenn ich mehr geiles Hörfutter kriege und da ist mal Werbung drin, als wenn der Podcast, an den ich mich gerade so gewöhnt habe und die Stimme, die ich im Ohr habe und die ich so gerne habe, die mich begleitet auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich ein scheiß Meeting habe, die mich begleitet, wenn ich nicht einschlafen kann und, you name it. Ich finde ehrlich gesagt, diese Werbung, dieses, oh Gott, mein Gott, das nervt mich. Das finde ich persönlich als Hörerin, als sehr engagierte Podcasterin unglaublich nervig. Und ich würde mir wünschen, dass wir da so ein bisschen mal von unserer Anspruchshaltung runterkommen. Ja, ich gehöre auch zu den Hörern, denen Werbung zwar nervt, meistens, aber wie du schon sagtest, es gibt den Vorspulen-Knopf und mich nervt auch bei Chaos Radio das 3 Minuten lange Jingle von Alec Empire, wo ich sage, es ist immer viel zu lang. Das spule ich auch vor. Also ich skippe die Sachen, die mir nicht gefallen und dann hat sozusagen jeder Podcast die Chance, indem er wellenkompatiblen Werbekontent da reinhaut, mich sozusagen auch zum vielleicht Weiterhören zu gewinnen. Also zum Thema Werbung verträglich machen, vielleicht auch nochmal eine persönliche Erfahrung. Das haben wir mit Happy Shooting nämlich dann von Anfang an auch unserem Sponsor gesagt, weil wir wussten, wenn wir zu repetitiv werden, dann wird's einfach nervig. Und sind dann gemeinsam mit dem Sponsor auf ein Modell gekommen, das ist Enjoy Your Camera und die machen eben Kamerazubehör und so Zeug und das passt vom Thema klasse rein, dass die uns ein wöchentliches Gadget schicken, wir das testen, wir drüber reden für ein paar Minuten und dann wird das auch an die Hörer verlost. Also kann jeder, der da mitmacht, da hat auch eine Chance, das Ding zu bekommen. Und das hat tatsächlich, ich glaube, dass das auch dazu beigetragen hat, dass das völlig da die Schärfe rausgenommen hat. Ja. Hast du denn jemals bei einem Produkt, das du nicht von einem Sponsor vorgestellt hast, die Erfahrung gemacht, dass dir vorgeworfen wurde, du bist da heimlich bezahlt worden? Wir hatten, also du meinst jetzt Werbekennzeichnung, geheime Product Placements und solche Geschichten, machen wir nicht. Das ist immer klar gekennzeichnet, jetzt kommt Werbung und jetzt ist die Werbung rum.
Wir haben mal eine gesponserte Geschichte gemacht, 2008 auf der Fotokina. Da haben wir so eine Videoserie gemacht auf YouTube und haben jeden Tag irgendwie 3 Videos produziert, kurze, mit irgendwelchen Leuten. Und das war zwar klar gesponsert, weil am Anfang irgendwie ein Logo von HP und ein Logo von Wacom eingeblendet war, aber wir haben nicht noch extra dazu gesagt, dies ist übrigens eine gesponserte Sendung von HP oder von Wacom, und dafür haben wir einen ziemlichen Shitstorm abbekommen, wo wir einfach die Kennzeichnung nicht ganz so klar gemacht haben, wie wir es eigentlich wollten, und spätestens seit dann ist es völlig, also wir wissen, und ich glaube, das weiß jeder Podcaster, das wichtigste Kapital ist das Vertrauen der Hörer und Hörerinnen, die Integrität, und in dem Moment, wo man da richtig daneben greift und irgendwie heimlich über Sachen redet und die als persönlich darstellt, aber sie sind es nicht, weil da Geld fließt, ist das aus meiner Sicht und ich denke aus Sicht von den meisten eigentlich ein No-No, das darf nicht. Der Ruch. Es kommt also, wenn wir jetzt Happy Shooting uns anschauen, Boris und ich machen, sind beide mit Canon unterwegs, und natürlich haben wir da auch einen Schwerpunkt dann, weil wir da einfach mehr Kontakt damit haben. Und da kommt schon mal im Spaß so dieses, ha, jetzt kommt wieder Canon und ihr könnt auch mal wieder über Nikon reden und so weiter. Das kommt schon mal, aber das sind keine Vorwürfe, sondern das ist ganz klar. Wir würden übrigens auch keinen Kamerahersteller als Sponsor nehmen, weil wir dann unsere Sendung plötzlich so in einer Schiene hätten. Das würden wir gar nicht tun. Also wenn bei uns morgen Nikon vor der Tür steht, die müssten schon richtig viel zahlen, dann bis dann irgendwie diese Grenze überschritten ist. Aber da, ich sage richtig viel. Eine Frage vielleicht zu einem anderen Geschäftsmodell für diejenigen, die einen Podcast eher produzieren und sich jetzt nicht als der alleinige Content-Lieferant unbedingt sehen. Wenn man jetzt zum Beispiel dann einen Nikon-Podcast produzieren würde und sich natürlich unter Umständen als Person sogar da reinbegeben würde und Corporate-Podcasting machen würde, aber halt keine Schleichwerbung oder so, sondern es wäre dann ja ein ganz offenes Spiel. Und dass sich so eine Firma ja auch durchaus was kosten lassen kann und was vielleicht auch gar nicht schlecht sein muss, also vom Inhaltlichen. Ist das denn irgendwo für jemanden ein Geschäftsmodell hier schon mal gewesen oder zukünftig? Es ist zumindest so, dass auch wieder aus eigener Erfahrung, dass große Firmen auch für Werbung große Budgets haben und auch gewöhnt sind, viel Geld dafür auszugeben. Also ich hatte mal da war ich dann tatsächlich auch von HP gesponsert, um für die einen 5-teiligen Videopodcast, einen Corporate Videopodcast zu produzieren. Das ist auch schon 7-8 Jahre her. Und als wir da in diese Preisverhandlungen reingingen, waren die irgendwo... da war der Chef, der das freigeben musste, erstmal sehr skeptisch, und ich habe dann halt hochgerechnet, na gut, Produktionsaufwand, und ich habe das sehr niedrig angesetzt. Ich glaube, das waren für 5 Videoepisoden, die aufwendig produziert waren, irgendwie insgesamt 15.000 Euro, und das ist nicht wirklich viel für sowas. Wer das macht, weiß das. Und als dann irgendwie diese 15.000 fiel, also wir haben eine halbe Stunde rumdiskutiert und der oberste Chef, der es einfach nur unterschreiben musste, der hat halt lauter Wenns und Abers gehabt, und als dann diese 15.000 fiel, diese Zahl, da guckt er uns an und sagt, warum sitzen wir hier? Ich dachte, das wäre eine Kommastelle weiter drüben. Und ich dachte immer, scheiße, du hast viel zu niedrig abgegeben. Also das war tatsächlich so ein Augenöffner für mich, wo ich gemerkt habe, holla, da ist ja richtig viel Kohle drin. Ich krieg da, also stinkreich? Nee, ich kann nicht davon leben, aber es ist schon Zeug da. Die sind andere Zahlen gewöhnt oft. Also ein bisschen spielt der Kommentar da rein, den ich eben bei dem Vortrag von Detektor FM zum Schluss noch gegeben habe, weil also ich hoffe es auf irgendwie so eine gewisse Weise, dass gerade so ein Wandel in der Werbewelt irgendwie stattfindet, wo immer mehr Firmen halt verstehen, dass diese Influencer-Werbung irgendwie wirklich sinnvoll wird und wo sie sich auch in die Hände von kompetenten Leuten begeben wollen, die in der Lage sind, irgendwie ihre Marken zu transportieren, und zwar weil sie die Marken geil finden oder weil sie die Produkte geil finden und nicht weil sie Geld verdienen wollen. Das ist so eine schöne Synergie irgendwie, dass beide so eine Win-Win-Situation irgendwie haben, und
Und meine Freundin macht das beruflich, die bringt also Firmen zusammen mit Leuten, die eben gewillt sind, sich darauf einzulassen und auch für den Shitstorm im Zweifelsfall gewappnet sind, den sie abbekommen könnten, wenn sie um Gottes Willen mal einen von 6 Produkten dabei haben, was nicht so toll ist. Ich mache auch Beratung für Firmen, die sowas irgendwie vorhaben, und ich empfehle denen teilweise sogar, guckt ruhig das mal, wenn ihr so Sachen oder Podcasts oder Medien einfach mit Produkten ausstattet. Selbst wenn da mal eins bei ist, wo derjenige, der mir das schickt, nicht sofort irgendwie auf Wolke 7 sitzt und irgendwie oben rumschallmeit, wie toll das ist, sondern auch ein bisschen kritisch daran geht. Solange das wirklich konstruktive Kritik ist, erhöht das die Authentizität. Das macht euch als Werbetreibende nur noch glaubwürdiger. Das haben wir auch bei Happy Shooting mit Enjoy Your Camera. Also zum einen haben wir schon Produkte zurückgehen lassen und gesagt, du willst nicht, dass wir das auf der Sendung testen. Und zum anderen haben wir auch schon Sachen zerlegt. Und da sagt Enjoy Your Camera auch, macht, wir lassen euch. Und das ist auch vertrauensbildend. Da hinten wird noch ganz fleißig gewunken. Wir haben ungefähr 5 Minuten noch, da kommen wir langsam zum Ende. Ja, ich will schon die ganze Zeit was sagen. Also vorhin wurde gesagt, ach, was habt ihr alle gegen Werbung? Also ich habe was gegen Werbung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar genau beim Podcasten. Das geht mir zu nahe. Ne? Ich höre die Podcasts mit Kopfhörern, und wenn die Werbung direkt in meinem Kopf ist, ekelt mich das. Also wirklich. Also ich habe wirklich ein Gefühl des Ekels. Also ist physisch, muss man einfach so sehen. Und deshalb abonniere ich halt solche Podcasts nicht. Ich habe am Anfang viele US-Podcasts gehört, die habe ich alle nicht mehr abonniert, weil die alle diese komische Werbung haben. Und am schlimmsten ist es, wenn der Redakteur selber die Werbung einspricht. Und ich weiß nicht, Pupe, du sagst, ja, spulst du vor. Also das geht, wenn Kapitelmarken drin sind, aber gerade bei den Werbepodcasts geht es eben gerade nicht mit dem Vorspulen. Jedenfalls trifft man nicht die richtige Stelle, insbesondere wenn der Sprecher selber die Werbung macht. Und ich finde das wirklich unerträglich. Also gerade wenn der Sprecher das selber macht, dann ist auch irgendwie die Trennung von redaktionellem Inhalt und Werbeinhalt nicht so, wie das eigentlich in Deutschland sein müsste. Und wie gesagt, solche Podcasts würde ich einfach nicht hören. Also kann ich nicht hören, weil ich es nicht ertrage, also höre ich sie auch nicht. Und also ich habe nichts dagegen, dass Leute mit Podcasts Geld verdienen. Nur diese Geschichte mit der Werbung da drin, das finde ich halt nicht gut, beziehungsweise dann muss es halt irgendwie Alternativen geben, dass wenn man dann bezahlt, dass man dann das werbefrei hat oder so. Damit könnte ich natürlich auch leben, aber eben Werbung im Podcast, die ich gezwungen bin zu hören, das ist irgendwie nicht meine Welt. Aber also, stört dich das auch, wenn es so, ich will jetzt nicht Werbung machen, aber eben Bits und so, da ist es ja im Gesprächsfluss drinne. Okay, weil also das ist die angenehmste Form irgendwie, und was jetzt zum Beispiel bei Geekweek, die Audible-Werbung, da hat mich dieser einfadende Jingle, das hat mich irgendwie total rausgehauen. Ich habe so überlegt, was ist jetzt? Das fand ich so ein bisschen so, okay. Der Rest danach insgesamt, das fand ich okay, aber so, dass dieser Jingle so aus dem Nichts kam, das war irgendwie so komisch. Das fand ich dann noch okay, aber gut. Also nochmal, es gibt 2 Probleme. Es gibt einmal dieses Problem mit diesem Jingle, und dann gibt es halt das Problem, dass der redaktionelle und der Werbeinhalt nicht gut getrennt ist, weil derselbe Sprecher Werbung macht und redaktionelles. Das finde ich eben auch nicht gut. Also genau aus dem Grund habe ich, wenn ich auf Tips from the Top Floor auf meiner englischsprachigen Show Werbung habe, habe ich ein Musikbett unter der Werbung, damit man beim Vorskippen sofort merkt, jetzt ist die Werbung rum. Also das nur so am Rande. Also ich finde Werbung in Podcasts durchaus legitim und auch eine durchaus gute Variante, einen Podcast zu finanzieren. Weil du sagtest, du möchtest keinen Podcast, also du möchtest keine Werbung hören oder so. Da gibt es halt diverse Modelle wie Flatter, Patreon und ähnliches. Das funktioniert für manche funktioniert es nicht. Sich davon zu finanzieren, halte ich für utopisch. Also gerade Patreon oder Flatter. Wir haben irgendwann mal angefangen, Flatter einzuführen, haben irgendwann dann noch Patreon dazugenommen, ist alles ganz nett, hat auch die Serverkosten irgendwann locker gedeckt, haben vor, ich glaube, 4-5 Monaten oder so dann mal einen Amazon-Affiliate-Link noch mit auf unsere Seite gepackt, ohne großartig das zu erwähnen, halt nur irgendwann mal gesagt, so ja, wenn ihr Bock habt, klickt mal drauf, hilft uns, und die Einnahmen davon sind ein Vielfaches von dem, was wir über Patreon oder Flatter bekommen. Und wir machen dafür nicht mal aktiv Werbung, also Werbung ist, wenn man wirklich ernsthaft das jetzt nicht nur als Hobby betreibt, sondern eventuell in Erwägung zieht,
dass nicht nur, nicht, also man macht es nur aus Spaß, das schon, aber davon auch irgendwie leben zu wollen, kommt man um Werbung nicht rum. Und das ist auch für den Hörer, finde ich, die niedrigste Schwelle, weil er muss nichts dafür tun. Er muss es ein paar Sekunden ertragen vielleicht. Und das ist dann das Schlimmste. Für Flatter muss ich mir einen Account machen, für Patreon muss ich mir einen Account machen. Wenn ich direkt was spende, muss ich etwas dafür tun. Dieser Amazon-Affiliate-Link ist bei unseren Hörern auch echt sehr beliebt, weil es kauft eh jedes Schwein bei Amazon ein. Und einmal kurz vorher auf den Link zu klicken, tut halt keinem großartig weh. Amazon verkauft dadurch nicht mehr. Und uns hilft das ungemein weiter. Dankeschön. Eine Wortmeldung noch. Wie lange darf ich? 10, 9, mach mal. Also zunächst finde ich, dass man dem Podcast-Hörer durchaus zumuten kann, Kraft geistiger eigener Leistung zu erkennen, ob jetzt gleich Werbeinhalt oder kein Werbeinhalt gesprochen wird. Das ist nichts, was an der Stimme hängt. Zweitens finde ich, wer es gibt, muss spenden. Ansonsten ist er einfach ein schmarotzerisches A-Punkt-Punkt-Punkt. Wenn man sich überlegt, dass die Leute ohne Probleme für 90 Minuten Kino 17,50 Euro bezahlen und wer bezahlt für 90 Minuten Podcast 17,50 Euro? Ich kenne keinen davon. Wenn man sich professionalisiert, heißt das, man braucht einen Steuerberater, man muss GEMA, GVL-Verhandlungen führen, man muss gewappnet sein, wenn jemand mal die CC-Lizenz nicht ordentlich neben das Bild geschrieben hat und die Abmahnung reinflattert. Da sind Fixkosten, die monatlich auflaufen. Das ist jenseits von Gut und Böse. Und sich dann hier hinzustellen und zu sagen, es ekelt mich, wenn jemand Werbung einblendet, sorry, mir fällt da nicht mehr sehr viel dazu ein. So, bevor es überkocht, es ist 15 Uhr, sind offiziell durch. Dankeschön, dass ihr hier so schön mitdiskutiert habt. Jetzt ist offiziell Viertelstündchen Pause.